Wolfgang Kehring gegen Peter Neve. Weiß gegen Schwarz. Deutschland gegen Holland. Und Mann gegen Mann. Beim 15. Schachfestival in Bad Westen traten insgesamt 45 Schachbegeisterte an 5 Tagen gegeneinander an. Der Korbacher Wolfgang Kehring traf dabei in Runde 7 auf den Holländer Peter Neve. Der ging auch als Favorit in die Partie. Die Schachspieler nutzen die Zeit zwischen den Zügen immer wieder zum Umherwandern, um der Konkurrenz aufs Brett zu schauen. Danach begannen sie aber gleich wieder zu grübeln, taktieren und zu ziehen. Nach 2 Stunden half alle Grübelei nichts mehr. Wolfgang Kehring musste sich seinem Gegner aus Holland geschlagen geben. Woran hat es gelegen, dass Sie verloren haben? Tja, ich hatte zu viele Schwächen auf dem Damenflügel. Und ich hatte übersehen, dass mein Gegner seinen Turm, den er auf der C-Linie postiert hatte, plötzlich mal zu meinem Nachteil einsetzen konnte. Und damit war eigentlich das Spiel schon entschieden.